Jo Leute, was geht ab? Hab wieder am Start, ich komme zu einer neuen Folge in Minecraft LP, meine Freunde. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum haben alle hier so viel Geld eigentlich, Leute? Ich habe mir eine Security-Firma gemacht, die läuft echt barbarmäßig, Leute. Crimex hat verschiedene Geschäfte, eine Bank, das ist auch alles okay. Was ist das denn hier, Leute? Oh mein Gott. Ich muss hier ein bisschen aufpassen, Leute, wie ich hier fahre, Leute. Und aber so ein Stani, Alpha-Stein, mein Stani Performance, Ente und ID hat irgendwie mehrere Geschäfte aufgebaut. Und ich frage mich, woher haben die alle das Geld? Dann habe ich oft mal in den Kommentaren gelesen, es gibt eine Gelddruckmaschine, Leute. Und die müssen wir heute finden, Leute, damit wir auch unendlich viel Geld haben. Weil es kann ja nicht sein, dass ich mich hier bemühe bis zum geht nicht mehr, aber alle unendlich viel Geld haben, während ich hier wirklich einen gefährlichen Job nachgehe. Und nachgegangen bin, meine Freunde. Ihr wisst, hier seht ihr das, Security, oh Gott, Security-Firma, alles gemacht, Waffenhandel, aber irgendwie niemand will großartig bei mir was kaufen. Ja, ich habe jetzt ein paar Security noch bei Stani rumliegen. Freunde, aber trotzdem, guck mal, all seine Autos sind weg, die wurden alle aufgekauft, Freunde. Seine Garage, der ist am Umbauen hier wieder, Freunde. Woher hat Stani und so viel Geld? Ja gut, nur noch der eine Urus ist da, Freunde. Und keine Ahnung, Leute, mein IKEA läuft gar nicht mehr. Das muss ich auch bald verkaufen, weil ich ein bisschen Geldprobleme habe. Guck mal, ich habe noch ein bisschen Geld. Ja, Leute, ihr seht, da sind ein paar Stacks und so. Aber mir fehlt Netherite-Barren und Blöcke und so alles. Die haben alle bis zum geht nicht mehr. Ente, sein KFC läuft bis jetzt, Leute. Aber der hat ja auch Preise. Die kriegst du gefühlt alles geschenkt. Und guckt euch das erstmal hier an. Hier ist kein einziger Kunde. Genau, okay, im Dönerladen von Eifel läuft einigermaßen. Icromics Bank ist noch die einzige richtige, sichere Einnahmequelle, die ich habe, die gut bezahlt. Und hier haben wir einmal ID seinen Waschsalon, Leute. Aber hier läuft ja auch nichts, Leute. Aber lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und ich würde mal sagen, wir gucken uns das mal hier an, Leute. Okay. Also er hat hier eine Heizung, die kann man aber erstmal so persönlich umstellen. Okay, eine Waschmaschine hat er gut am Start und so. Zeitungen warten, dies, das, Spinte. Da ist nichts drin, Leute. Guckt mal. Der Laden läuft gar nicht. Die Kasse leer. Keine Anrufe mehr. Gar nichts, Leute. Leute, ich versink. Ich versink. Oh mein Gott, was ist das hier? Oh, okay, ist das hier sein Tresorraum? Bisschen Wein, bisschen hier. Oh, hier ist ein Sicherheitstür. Warte mal, wenn ich hier drauf drücke. Oh mein Gott, wie reich ist ID denn, Freunde? Okay, da ist aber nichts, Leute, im Computer. Was? Netherite? Was ist das hier, Leute? Was ist das hier für eine Maschine? IT-Gütesiegel. Ist das so eine Waschmaschine? Oh, kommen hier Klamotten oder Waschpulver raus, Freunde? Wartet mal. Leute. Seht ihr gerade das gleiche, was ich sehe? IT, du bist derjenige, der alle mit Geld versorgt. Deswegen können Alphastein und Ente so viel Müll machen. Leute, die haben ja unendlich viel Geld. Guck mal, wie das hier am Fließen ist. Netherite-Blöcke nach Netherite-Blöcken. Oh mein Gott. Okay, Leute. Ich will ja nichts sagen, aber... Leute. Wer braucht das schon? Wer braucht das schon? Ein bisschen an Kleingeld hier. Freunde, ich würde mal sagen, wir bleiben einfach mal ein bisschen jetzt hier stehen. Bis das Ding hier voll ist. Bis das Ding voll ist, meine Freunde. Ich warte einfach. Und dann gehen wir mal ganz schön dick shoppen, Freunde. Oh mein Gott. Okay, Leute, wir sehen uns gleich wieder. Ich lasse das Ding jetzt mein Inventar voll machen. Den Müll schmeiße ich hier auch mal weg. Und das braucht auch keiner hier mehr, Freunde. Also der Müll kann da gerne rumliegen. Leute, wir warten jetzt, bis wir voll werden mit Geld. So, meine Freunde, wir sind voll. Ich würde sagen, wir machen das Ding mal ganz kurz aus hier. Ja, gut, die Pistole brauche ich dann auch erstmal nicht, ne? Ja gut, Leute, 36, 6. Nehmen wir mit, Freunde. Und ihr wisst, was das heißt. Wir können uns jetzt kaufen, was wir wollen, Freunde. Und ich weiß, wo das Ding jetzt ist. Ich weiß jetzt, wo das Ding ist. Jungs! Okay, was geht ab, Jungs? Leute, wir können uns jetzt kaufen, was wir wollen. Wir können mit den Jungs machen, was wir wollen. Leute, oh, wartet mal, wir haben hier einen Bankautomaten. Da tun wir jetzt mal lieber ein bisschen was rein.
bevor wir hier Ärger kriegen und so und die Jungs machen, was sie wollen. Mal guckt euch an, Leute, wir werden mal ganz kurz. Ich sag euch ehrlich, das kannst du keinem erzählen. Guck mal, jetzt haben wir hier diese Blöcke, Leute. Wir können jetzt rübergehen zum Händler, zum Tauschtyp und uns einfach endlich viel Geld cheaten. Das ist ein Cheat, Leute. Eigentlich. Guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an. Bitte. Das ist ja. Wir kriegen fast ein Stack durch Netherite. Zack, zack. Zack. Digga. Das kannst du doch keinem erzählen, Freunde. Das kann man doch hier keinem erzählen. Guck das mal an. Wir haben jetzt einfach hier Geld. Oh, jetzt fängt es an zu regnen. Mal, was kommt? Ich glaube, hier mein Schwein pfeift. Leute, wir können uns jetzt kaufen, was wir wollen. Wir können jetzt hier rübergehen. Hey, hallo. Oh, Leute, der arme McDonalds-Arbeiter. Hallo, Jeffrey. Hier hast du ein bisschen Trinkgeld. So, supi. Guck mal, Leute, wir können einfach rübergehen und jedem Trinkgeld geben. Das ist wirklich geisteskrank, meine Freunde. Hier sind doch meine Jungs, Leute. Hier, hier, hier. Hey, du, Security, teilt das unter euch auf. Ja, unter dich und die Jungs. So, bitteschön. Ne, guck mal, jetzt haben die einfach hier Geld bekommen. Und mein guter alter Freund, Leute, ja. Der seit Anfang dabei ist, der Yannick. Ja, du kriegst auch mal schön hier. Weißt du was? Psst, jetzt ist kein. Boah, Leute, der war aber auch gut Trinkgeld gegeben. Wir haben noch ein kleines Security-Bunker, Leute. Da können wir auch noch ein bisschen Geld dran machen. Und dann haben wir hier, wenn wir gut Leute hier, die alles beschützen. Schaut an hier, Leute. Zack, wir gehen hier rein. Gar kein Problem. So, und jetzt würde ich mal sagen, müssen wir mal die Jungs fragen, ob irgendwer. Ich glaube, ich brauche mal Standing-Performance ein bisschen. Warte, Leute, schreibt mal Standing ganz kurz SMS. Soll mal kommen, ich will ein paar Autos jetzt kaufen hier. Okay, Leute, er meinte, ich kann vorbeikommen. Er hat eine Überraschung auch für mich, Freunde. Bin mal echt gespannt, Leute. Guck mal, wie viele Stacks wir Netherite-Blöcke haben, Leute. Also, der kann mir auf jeden Fall. Oh, ich sehe schon. Ey, Stunny! Ah, gut, dass du kommst. Ich habe gerade eine Lieferung noch bekommen, Armin. Ja, guck mal hier, was wir hier haben. Oh, ich sehe schon. Ist das ein Rolls-Royce? Das ist ein Bentley, Junge. Achso. Du hast ja gar keinen Plan, Alter. Egal, das sah voll komisch aus, ohne dieses Rolls-Royce-Ding. Ja, das ist so der Flying Spurt, Mann. Das hat auch Bentley hat das auch. Weiß ich ja nicht. Ja gut, ich sehe gerade aus 1, 2, 3, 4, 5. 6 Autos hier unten. Bro, komm mal hoch. Hier oben sind die Luxuskarren, Alter. Oh. Ja, und Service haben wir für dich auch. Ich habe jetzt hier extra so eine Lackierpistole. Mhm. Da kannst du mir zum Beispiel sagen, welche Farbe du haben willst. Kriegst du Orange? Ich kann das Auto umlackieren. Ja, Bro, Orange, kein Problem. Warte. Okay, so, jetzt bin ich Orange. Mal gespannt, Leute. Kriegt ihr auch. Oh mein Gott. So, Shani. Vom Feinsten, ja. Wie viel 6 Netherite-Barren kostet das? Wie, das Auto hier, oder was? Ja, ja, also Barren. Wie viele Stacks willst du Das kostet eigentlich nur 50 Barren, das Auto. Ah, okay, das kostet nicht mal ein ganzes Stacks. Ah, verstehe. Stani, guck mal hier. Ich will deinen ganzen Laden kaufen. Also jetzt nicht deinen Laden, sondern ich würde gerne dein Dings kaufen. All deine Autos. Hier nochmal ein Stack. Stani, Security läuft. Du hast das falsche Geschäft entschieden. Ami, woher hast du so viel Geld, Mann? Das ist ja irgendwas. Hä? Irgendwas ist aber ganz schön komisch. Woher hast du die ganze Kohle, Junge? Digga, ich bin die Security-Firma Nummer 1, bin Waffenhändler Nummer 1, so ein Alpha und Twan kaufen ohne Ende bei mir. Dann habe ich Max, der ganze Security-Ampel als Präsident, seine Bank. Junge, ich bin reich, Junge, ich bin reich. Du kriegst alle Autos ab, ich baue alle ab, Ja gut, Leute. Alter, du kriegst alle Autos, Junge, das gibt's ja gar nicht. Ich bin reich. Ich bin reich. Ja, Stani, ich würde sagen dann, läuft doch ganz gut, Junge, mach meinen Laden dicht, Junge. Wie, du machst deinen Laden dicht? Oh, Bro, ich bin reich, Junge. Ich brauch nicht mehr arbeiten. Du hast doch alles gekauft hier. Ja, aber arbeiten macht doch Spaß, oder? Ja, safe. Ich weiß erstmal Urlaub, Bro. Sag ich dir so, wie es ist? Ja, Urlaub kannst du dir auf jeden Fall gönnen. Oh mein Gott, Ritter. Junge, aber was willst du mit so viel Autos, Armin? Ja, ich denke, jeder meiner Mitarbeiter braucht mal ein Privatauto und so, oder? Was denkst du? Oh, jetzt regnet's hier noch, ja, Alter. lass reingehen. Ich droppe die ganzen Autos hier. Ja, drop mal bitte alle. Also, ich habe keine Ahnung, was du damit alles willst, Stani, wenn du Urlaub machst, hier, bitte schon noch ein bisschen Trinkgeld dazu. Trinkgeld? Ja, nochmal ein Stack dazu. Du bist doch nicht mehr normal, Armin. Stani, wir sind so lange befreundet, da helfe ich dir doch gerne. Also, ich habe keine Ahnung, was du mit den ganzen Autos haben willst, aber Junge, mach damit, was du willst. Oh, da hinten ist noch eins übrig, ja. Ich werde jetzt in den Urlaub gehen. Ja, Stani, dann ich wünsche viel Spaß, ne? Oh nein, ich bin im Urlaub, Junge. Tschüss. Tschüss. Also, Stani hat sich auf jeden Fall gefreut. So, Leute, ich würde mal sagen, das war ein voller Erfolg. Aber lasst uns mal ganz kurz alle Autos hinstellen. Und da der Stani jetzt eh Urlaub macht und das hier ein öffentlicher Parkplatz ist, lasst uns einfach mal alle Autos hier parken, Freunde. Ich würde sagen, das kommt dann hier hin. Oh, das müssen wir ein bisschen zurücktun. So, guck mal, Leute, jetzt ist einfach Amirs Fuhrpark das größte in ganz Minecraft
RP, Leute. So, immer noch mal hier ein bisschen. Zack, zack, zadab. Zap, zap, zadab. So, okay, nice. Läuft doch, Freunde. Und zack. Und da haben wir ein Bentley. Hier haben wir ein Audi S3, der uns gehört. Sogar ein Orange, Leute. Direkt ready hier. Ach, Leute, wisst ihr was hier? Guck mal, Leute. Wir machen mal hier und dann bin ich mal gespannt, was die anderen sagen. Leute, wir haben ja noch andere Freunde. Wir haben ja noch andere Freunde. Und ich glaube, die müssen wir auch mal natürlich überraschen. So, komm, wie viel E8 wir haben, Leute. Wir haben ja mehrere E8s, Alter. Demnach, oh, mein schöner Urus, Leute. Und wisst ihr was? Den parken wir zu Hause, Freunde. Den parken wir auf jeden Fall zu Hause, Leute, mal an. Oh, das ist die Polizei, Freunde. Was ist das eigentlich hier, Leute, für ein Spike, Alter? Ich verstehe das nicht. Den bauen wir erstmal ab. So. Okay. So, wir parken mal ganz kurz meinen Urus hier. Der ist nur zum Flexen da, Freunde. Der ist nur zum Flexen da. Ihr wisst, ich bin Porsche-Typ. Wir müssen ganz kurz den Spike wegtun. Und ich würde mal sagen, vielleicht lassen wir eine kleine Überraschung noch für meine Freunde da. So, Mann, lass mal hier weg. Oh, Leute, das dauert ja lange. Boah, wie ewig dauert das, den wegzumachen, Freunde. Wollt mich da jemand pranken oder so? So. Weg mit dem Dreck hier. Schönen guten Tag, Polizisten. Yo, Jungs, was geht? Ich bin Security-Firma. Leute, guck mal. Wir lassen einfach mal hier einen Stack für Max da, Freunde. Der wird sich bestimmt freuen. Dann machen wir natürlich mal nochmal zu, bevor so ein Alfie oder sowas hier klaut. Hä? Oh, Leute, können wir das zumachen hier? Nehmen wir so fahren. Nee, Leute. Irgendwie geht der links nicht zu, Freunde. Ah, jetzt haben wir zubekommen, Freunde. Wir gehen wieder rüber zu unserem Porsche und ich bin mal gespannt, wer von den Jungs noch da ist. So, Leute, wir sind hier wieder zurück, aber bevor wir nun die anderen ein bisschen Geschenke machen, gehen wir mal ganz kurz runter zur Geldmaschine und holen uns mal ein bisschen Geld, oder wir haben echt gut was ausgegeben. Aber das Lustige ist, wir müssen nur hier reingehen. Jetzt gehen wir hier hin. Ich glaube, das war hier, ne? Ja, das war hier, Freunde. Machen das Ding kurz an. Zap, zap, zap. Und warten jetzt und guck mal an, Leute. Hier kommt Nachschub, den Nachschub kriegen wir. Ich werde reich und alle anderen Schmalspurtiere. Oh, Leute, es ist so ein... Oh, Leute, guckt euch das mal an. Guckt euch mal an, bitte, wie viele Netherite-Blöcke wir haben, Leute. 14, 17, 20, 23, 26. In Dreier-Schritten, Leute, kriegen wir die ganze Zeit Netherite Blöcke geisteskrank. Okay, Leute, wir haben unsere Netherite-Blöcke wieder voll, Freunde. Wir haben ja gerade eben gut Geld ausgegeben, deswegen. Und Leute, guck mal, Russik ist online, Freunde. Deswegen habe ich mir gedacht, wir gehen mal rüber zu dem und werden ihm eine kleine Überraschung machen und dem dann, ja, Leute, wir sagen, ich schenke dem 3 Autos und ein paar Netherite-Blöcke, Leute. Und dann überlegen wir uns noch ein bisschen mit Geld, was Schönes zu können oder wie wir ein bisschen pranken können, Freunde. Das wird aber eine sehr, sehr, sehr lustige Folge. Okay, Freunde, wir gehen hier rüber und... wo sagt's Haus denn? Russik! Nein, lass mich nicht jetzt, Mann, wirklich. Was ist passiert? Ich kann nicht glauben, mein Haus ist einfach abgebaut worden, weil ich nicht mehr bezahlen konnte. Russik, komm mit. Nein, ich will komm nicht, mit. Aber lass jetzt mich komm mit, Russik, letzten... fang dich, Russik! Das war mein Grundstück, aua! Ey. Russik, Mann! Oh, guck mal genau, wo du bist, war mein Grundstück. Ja, ich seh's. Russik, mach ja. dir... Warte mal, Leute. Mach dir da keine Sorgen drum, Russik. Oh. Ja, doch, Bro, ich zieh jetzt um. Ich geh jetzt, ich verlasse jetzt die Insel. Nein! Oh, das läuft schief. Nein, guck mal, ich hab eine Überraschung für dich, Russik. Ich hab meinen Finger eingeklemmt. Oh, Mann. Russik, schon die ganze Zeit Wasser runter. Russik. Du bist selber runtergefallen. Nein, du hast mich runtergeschubst, Mann. Jetzt komm mit, jetzt hör auf. Ist doch egal, bleib im Wasser, bleib doch. Nein, komm mit, ich hab eine Überraschung für dich. Ich frag, ob ich bei Alfie wohnen kann. Nein, du brauchst Alfie nicht, vertrau mir. Alfie, bist du zu Hause? Leute. Russik! Was? Komm mit jetzt! Übertreib doch, Alter, warum bedrohst du mich gleich mit der Pistole oder Waffe oder Waffe? Das ist eine AK, was ist okay? Weil du musst dich mal wieder fangen, Russik. Ja, was soll das? Guck mal, im Leben passiert immer was Schlechtes, weil du getestet werden musst, okay? Ja, okay, ich wurde jetzt getestet, das reicht auch, Mann. Ja, warte mal. Oh. Ich zieh um. Ich suche mir einen Job. Warte mal, vielleicht kann ich hier arbeiten. Ja, nein. Hallo? Nee, nichts an. Hallo? Nee. Geh mal kurz raus. Psst. Na gut. Hey, Jungs. Vielleicht hier? Hier, guck mal, ein Stack Netherite-Blöcke. Repariert Russik sein Haus in Lichtgeschwindigkeit. Wir kommen gleich. Russik! Ja, ich habe eine Überraschung kann ich für dich. Einen Job? Was? Ich hab eine Überraschung für dich. Du brauchst Was keinen Job. Denn? Du brauchst keinen Job. Was? Komm mit doch, Russik. Oh, wow. Mir, ich will doch nicht Guck mal, warum sind da so viele Autos geparkt?
Keine Ahnung. Hey, wem gehören die? Viel Geld. Nein, warte mal. Rustig. Das sind alles meine Autos! Herzlichen Glückwunsch. Mann, Rustig. Womit hast du früher mal dein Geld verdient? Noch lange vor Minecraft. Ich habe als Taxifahrer gearbeitet. Nein, Mann, du hast doch früher Autos geklaut. Und weißt du was? Ich lass dich drei dieser Autos klauen. Such dir drei aus und die gehören dann dir. Ich klau nicht von dir Autos. Mann, das ist ein Geschenk von mir. Wohin gehst du? Nein, ich kann das nicht annehmen. Ich stand nicht im Urlaub. Das war auch mein Motorrad. Ach so. Ich hab alles gekauft. Oh. Komm mal mit. Das ist echt cool. Komm mal mit. Ich hab eine Idee. Ich bin viel zu traurig, Ami, wirklich. Ich bin viel zu traurig. Komm mal mit. Das ist alles blöd, Mann. Komm mal mit. Wir gucken uns mal ganz kurz an. Komm mal mit jetzt hier, Rustig, und heul nicht so rum. Lass mal hier in den E8 einsteigen. Komm mal mit. Ja. Warte, ich park raus. Steig ein. Der ist cool. Okay, Rustig, komm mal mit. Ich hab eine kleine Überraschung für dich, okay? Damit du nicht mehr so rumweinst. Alles ist gut, ich werde schon zurechtfinden. Ja, wirst du auch. Du musst deinen Kopf hochhalten, weißt du? Weil, so, warum fahren wir wieder hierher? Keine Ahnung, warum nicht? Willst du nicht nach Hause? Warum steht mein Haus wieder da? Rustig, Überraschung, ich habe für dein Haus bezahlt. Oh Gott. Was? Warum? Wie? Ja, Rustig, du redest hier mit dem Macher schlechthin. Was meinst du, warum so viele? Oh nein. Hilfe! Da ist ein Block. Ja, nee, da müsstest du ein Block. Warte mal, Hilfe. Hier. Und dann kommst du hier drauf. Warte mal, das sind Netherite-Blöcke, bist du wahnsinnig? Dann haben wir hier fertig. So, dann haben wir hier. Alter, du hast die Netherite-Blöcke positioniert. Ja, komm. Oh, dann aber hier. Weißt du, wie viel Geld das ist? Wie meinst du das? Ja, und die Netherite-Blöcke, weißt du, wie viel Geld das ist? So, hier rein. So und so. Und dann machen wir hier nochmal so rein. Ein bisschen Verkleidung. Was soll das? Ist es fake Netherite? Wie? Wo bist du? Keine Ahnung. Findest du das? Ist. Guck mal hier. Ist das hier fake? Ist das fake? Oha, ist das fake? Warum hast du so viel? Findest du, dass alles hier fake ist? Findest du, das ist fake? Rustig, du bist nie wieder arm! Entspann dich! Alter, ich muss nie wieder arbeiten! Ja, hier ist noch mehr! Oh mein Gott, ich muss nie wieder arbeiten! Danke, Ami! Ich schenke dir dafür die Feuerspitzhacke! Oh, danke. Was kann die? Bitte schlag mich nicht damit. Geh am besten baden. Rustig! Ich geh duschen! Yo, ich wünsche einen schönen Tag, ja? Ich blende! Ja, ist einfach. Mach dir keine Sorgen. Solange du Freunde hast, wird dir nichts passieren. Ja, ich werde dafür sorgen, dass du nie wieder hier rausgehst. Danke, Ami. Voll korrekt von dir. Okay, das Auto gehört dir. Was? Ich hab doch gesagt, ich schenke dir ein paar Autos. Oh, Leute. Danke, mit den ganzen Blöcken kann ich noch mehr Autos kaufen. Ja, schwierig. Ich hab alle Autos. Ich hab noch ein paar Autos. Warte mal, Ami. Ja. Aua, au. Ich wollte dich nur runterschubsen ins Wasser, damit du ein bisschen, Aua. Achso, ich dachte, du platzierst vielleicht die deinen Netherite-Block zum Hochkommen. Ja. Yeah. Guck mal hier, im Wasser. Oha. Guck mal, im Wasser sind welche. Woo! Leute, wenn ihr wüsstet, dass die für mich nichts wert sind, aber egal, Leute. Ich würde mal sagen, eine Sache würde ich gerne noch machen. Und zwar, Freunde, gehen wir jetzt hier kurz rüber und dann sagen wir Hallo zum kleinen, lieben Ente. Und Leute, wo ist er? Da ist er doch. Ente! Was geht, Abi? Was ist los? Keine Ahnung, was ist Ente? Oh, warte mal, ist ganz schön schwer. Die Items sind schwer. Wo hast du so viel Geld? Ach so, magst du die? Ja, ich will mehr, bitte! Willst du mehr haben? Ente, bleib stehen. Guck mal, hier ist ein Stack. Da ist ein Stack. Hier ist ein Stack. Die willst du haben? Ja, bitte. Das Haus gefällt mir irgendwie. Ich würde mich irgendwie freuen, wenn da ein bisschen was passieren würde da drin. So ein bisschen Action. Was soll ich machen, Abi? Bitte gib mir das Geld. Keine Ahnung, vielleicht. Versuch mal hier einen TNT zu platzieren, hochzujagen. Vielleicht kommt dadurch ein bisschen Netherite raus. Oh, warte, ich hol kurz TNT aus meinem Haus, okay? Ja, mach das mal. Leute, wir werden einfach schon den ultimativen Break machen, ohne dass ich was machen muss. Ente macht alles für ein bisschen Netherite-Blöcke. Weiß ja gar nicht, dass IT so eine Geldmaschine hat. Und vielleicht wissen es nur Alpha-Stein und IT selber, Leute. Auf jeden Fall dafür, dass es Alpha-Stein wusste. Ich bin da, oh. Wo soll ich sprengen? Keine Ahnung, versuch mal die Tür hier zu sprengen.
Welche, die hier? Ja, hier. Okay. Und ja. Tschüss. Oh, das waren zwei TNT-Dinger. Oh, guck mal, was hier passiert. Eins, zwei Blöcke haben Schluss gemacht. Geld, danke dir. Oh, es fängt sogar an zu regnen. Ich weiß nicht, guck mal. Oh, da sind ganz viele Blöcke kaputt gegangen. Guck mal. Guck, was da drin liegt. Oh, da lag ja fast ein ganzer Stack, weil du so viele Blöcke hier drin kaputt gemacht hast. Ich will mehr, ich muss mehr kaputt machen, da kommt mehr Deserite. Mehr Deserite, mehr Deserite. Warte mal. Geld. Ich baue ihm schnell eine Treppe hier zurück, damit er abhauen kann. Oh. Ja, gut. Deserite. Okay, Ente, komm schnell weg hier, Ente. Ja! Okay, Ente. Hast du gut gemacht, den Job hier. Bitteschön, deine Bezahlung. Du bist der Beste. Bin ich reich! Let's go! Hey, Ente, mach's gut, ja? Tschüss, Abi! Hab einen schönen Tag! Du auch, danke! Oh, Leute, das war doch ein voller Erfolg. Leute, ich hab einfach eine geheime Netherite-Block-Maschine gefunden. Und ich sag euch ehrlich, ich kann jetzt machen, was ich will. Egal, wir machen jetzt jeden Tag das, was wir wollen. Schreibt einfach nur die Kommentare rein, wen soll ich als nächstes hopsen mit ein bisschen viel Geld. Amir, du hast die Regel gebrochen. Das Geld, was? Die Inflation, bist du derjenige, dafür verantwortlich ist. Hallo? Du wirst bestraft, Amir. Du wirst bestraft. Oh mein Gott, Leute, was passiert hier? Ist mein ganzes Geld wieder zurück, oh nein! Was passiert? Verbindung unterbrochen, du wurdest... Nein, Freunde, ich wurde von Minecraft LP gebannt, weil ich einen Cheat benutzt habe und zu viel Geld ausgegeben habe. Warte mal, haben Alti und Alpha immer nur extra langsam ausgegeben? Habe ich übertrieben, Freunde, habe ich den Bann verdient? Ich brauche Hilfe, man kann mich irgendwer bannen, Leute. Oh nein, Leute, das war's gewesen mit dem Video. Leute, lasst ein Like und ein Abo da und ich weiß nicht, ob ich das sagen kann, aber bis zum nächsten Video oder war es jetzt das Ende? Mit Öl, Freunde.